can stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling. My pride is the one to blame, yeah. 'Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Glück ich habe, mit so fantastischen Stimmen arbeiten zu können, wirklich. Mädels, Raya, Katharina, fantastisch gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit eurer Arbeit, Mädels. Bitte. Also ihr habt es gehört von eurem Coach, super happy. Ich finde, Raya, du hast einen sehr, 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 sehr besonderen Trick irgendwie, bei dem ich dachte, okay, der wiederholt sich, aber ich konnte mich irgendwie nicht satt hören an diesem Vibrato, das du hast. Das ist schon sehr speziell. Yeah. Die Mama findet das auch so. Ja, hat sie, ne? Ja. Und Katharina, du bist die bessere Sängerin. Ich glaube, auf dem Papier hast du 2-0 gewonnen, vielleicht sogar 3-0. Aber Raya hat wirklich was sehr, 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 sehr Besonderes. Und es geht, glaube ich, darum, sich zu entscheiden, worum geht es einem hier mehr? Raya, wenn ich das Radio anmachen würde, würde ich gerne lieber deine Stimme hören, weil sie mich ein bisschen mehr catcht im gewissen Sinne, weil es irgendwie anders ist und es macht Spaß, dir zuzusehen, wenn du singst. Und die Entwicklung, die Raya jetzt gemacht hat, ist natürlich aber auch mega krass. Ich hatte Raya nicht so auf dem Schirm wie jetzt und das muss man auch irgendwie in dieser Bewertung bewerten. Vielen Dank. Wow. Mir fiel es tatsächlich auch ein bisschen schwer im Song nochmal auch genau herauszufinden,
wie eure Stimmen persönlich klingen. Weil klar, ihr habt hier alles gezeigt, was ihr konntet. Du hast den langen, hohen Ton gesungen. Du hast aber den gleichen hohen Ton auch gesungen. Nur ein bisschen kürzer halt so. Ne? Das heißt, ihr habt eine ähnliche Range. Ich habe das Gefühl, eure Stimmen bewegen sich auch im ähnlichen und gleichen Fahrwasser. Wenn ich eine Tendenz abgeben müsste, würde ich wirklich minimal auch heute bei dir sein, Katharina. Ich kann so nicht singen. Felix, Raya, Katharina, fantastisch gemacht. Toll gemacht. Raya, du hast so krasse Sprünge gemacht in den Coachings und du bist plötzlich, hast du rechts und links hier alle, bist an allen vorbeigezogen. Völlig zu meiner Überraschung, ehrlich gesagt. Und hast jetzt eine Präsenz und ein Selbstbewusstsein und eine Intensität. Und das hast du heute auch wieder unter Beweis gestellt, dass du wirklich, wirklich großes Potenzial hast. Katharina, wahnsinnig cool geblieben bist du jetzt hier in dieser Nummer. Ich meine, du hättest da die ganze Zeit so abröhren können. Und du hast dich so elegant zurückgehalten, in den richtigen Momenten ein Adlib gemacht, der eine etwas längere Endung hat und wo man so kurz mal so die Gewalt so ein bisschen erahnen kann und die Wucht, die in deiner Stimme ist und die Kraft und dieses Gefühl. Und gleichzeitig war es ein sehr harmonisches Duett zwischen euch beiden. Also, oh, das schreit auch ein bisschen nach einer Stil-Deal-Situation heute. Wenn meine Kollegen wirklich jetzt gerade aufgepasst haben, dann haben wir uns eh nicht zum letzten Mal gesehen heute, sondern werden wir uns wiedersehen. Ich freue mich da sehr drauf. Ehrlich gesagt war es mir wirklich eine große Freude, bis hierhin schon mal mit beiden Mädchen zu arbeiten. Und ich bin sehr glücklich, wirklich, dass ich da nicht alleine mit meinem Gefühl, das nehmen meine Coaches ja hier auch wahr, rechts und links. Und ich finde es ganz toll, dass ihr Mädchen beide auch so ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt habt. Und ich glaube, dass da noch sehr viel mehr ist, was wir rauskitzeln können. Ich glaube, dass du ein bisschen mehr noch aus dir rausgehst. Ich habe ganz, ganz viel Liebe für euch Mädels. In die Sing-Offs gehe ich mit dir, Katharina. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Katharina. Dankeschön, danke. Lass dich feiern. Ja, ich bin in den Live-Shows. Und hey Raya, du hast es gerade gehört, du hast so eine Riesenkarriere vorausgesagt bekommen. Also alles Gute dir. Danke euch. Danke euch. Für Raya gibt es Grund zu hoffen. Da Sarah erkrankt ist, werden dieses Jahr die Steel-Deals erst nach allen Battles vergeben. Wir hatten ein tolles Battle mit der Katharina, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich hoffe natürlich, dass Nico mich stiehlt. Das wär mein Traum. Aber ich würde mich auch über jeden anderen Coach freuen und mal gucken, ob ich einen Anruf vielleicht bekomme.